16 Jahre Seniorenbüro, das war schon ein starkes Stück Arbeit und das ist ein starkes Stück Dortmund, muss man auch sagen. Ich musste was erledigen, wenn mein Mann krank war. Und da hat mir meine Freundin ein Büro empfohlen. Sie haben mich sehr geholfen. Wichtig war für uns in der Zeit auch das gemeinsame Arbeiten mit den Wohlfahrtsverbänden. Mit wir meine ich jetzt die Stadt Dortmund, also auch der Fachdienst für Senioren. Das nicht alleine jetzt zu probieren, sondern eben mit den Wohlfahrtsverbänden. Das ist ein Konstrukt, wie wir das hier in Dortmund haben, nicht ein zweites Mal gibt. In allen 12 Stadtbezirken gibt es ja die Seniorenbüros. Sie werden paritätisch von den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege und von der Stadt Dortmund betrieben. Das ist eine ganz gute Einrichtung von Stadt Dortmund, dass man nicht so weit mit Bus und Straßenbahn fahren muss. Es tut einfach gut, wenn man das Gefühl hat, du musst dich erkundigen, wie und was, und dann kann man zum Büro gehen. Dann wird man gut beraten. Stolz bin ich darauf, dass es in Dortmund Seniorenbüros gibt und das in den 15 bzw. 16 Jahren, ja ehrlich gesagt, dass wir da wirklich das geschafft haben, gemeinsam so ein System aufzubauen, das doch sehr stark ist für unsere Senioren. In der Einzelfallberatung, Pflegeberatung und in der Netzwerkarbeit unbedingt auch, plus Ehrenamt. Ganz wichtig. Also gerade im Bereich der Digitalisierung haben die Kolleginnen relativ viel entwickelt. Wir probieren neue Beratungsformate aus, zum Beispiel für pflegende Angehörige. Die ganzen Banken schließen ihre Filialen. Insofern wird die Welt der non-digitalen Personen immer kleiner. Ja, und das wieder zu neu zu eröffnen, das finde ich richtig gut. Wichtige Aufgabe. Wir haben eine ganze Reihe an Angeboten im Umgang mit technischen Geräten beispielsweise. Also da könnte ich sowas nennen wie die Smartphone-Sprechstunden. Durch die Unterstützung der Seniorenbüros besteht die Möglichkeit für die zu pflegenden Personen in ihrer Häuslichkeit länger zu verbleiben, auch wenn die pflegenden Angehörigen in einer anderen Stadt sind. Sowas kann man digital ganz gut auch abbilden. Und damit profitiert am Ende die Seniorin und der Senior, die sich von uns beraten lassen. Zu der Diversität gehört natürlich auch, dass wir sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund haben, die nun jetzt in das Alter kommen, die von den Seniorenbüros bedient werden. Und die zentrale Aufgabe ist aus meiner Sicht, diese Menschen einzubinden, die teilhaben zu lassen. Und arbeiten dementsprechend auch muttersprachlich. Das heißt, wir haben zwei Mitarbeiterinnen, die sowohl Arabisch als auch Türkisch sprechen, weil das die vorherrschende Sprache ist. Übersetzen und kann man auch so, Beispiel, wenn die sich verschreiben lassen oder wieder schicken zum der Ärzte oder was weiß ich, in der Stadt oder was, kann man auch so, sie hat gemacht. Bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir kennen die Pflegedienste beispielsweise in unserem Stadtbezirk und wir treten dann häufig so wie so Lotsen auf. Wir können ja im Grunde das so vorzeichnen, dass das Leben wieder ja, gut und gut versorgt ist. Deswegen habe ich mich auch entschieden, ein bisschen zu helfen, weil ich jetzt Zeit habe und nicht so gerne alleine zu Hause bin. Ich mache Arztbesuche, Gespräche, gehen wir spazieren, Kaffee trinken irgendwo oder machen wir etwas zu Hause. Unser Ziel ist es, dass die Menschen gut und sicher zu Hause versorgt werden. Zu Hause, weil mein Zuhause ist. Ganz einfach, weil unsere Seniorinnen leben ja häufig 40 Jahre schon in ihren Häusern, in ihren Wohnungen. Ja, da ist die ganze Biografie drin. Die ganze Biografie eines Menschen ist im Zuhause. Das ehrenamtliche Arbeiten oder das bürgerschaftliche Engagement ist ja nun etwas, was auch in unserem Land ja traditionell einen ganz hohen Stellenwert hat. Meine Netzwerkarbeit, Kontakte mit ganz vielen Partnern, das ist das, was ich unheimlich gerne mache. Wir sind natürlich untereinander vernetzt, miteinander verbunden, um uns zu Themen, die eben stadtweit wichtig sind, auszutauschen oder auch zu
gucken, wie so die einzelnen Stadtbezirke auf die Themen reagieren, weil eben jeder Stadtbezirk durch die Struktur, durch die Fläche oder was auch immer da vorliegt, eben ganz unterschiedliche Anforderungen hat. Im Prinzip ist die Devise, nur wenn ich von vielem weiß, und das ist eben nicht nur auf unseren Stadtbezirk bezogen, sondern generell, wenn ich von vielem weiß, kann ich den Senioren auch viel anbieten. Wir gucken uns ja die Seniorinnenarbeit auch sehr kleinräumig an, bis auf Quartiersebene. Das ist eine der zentralen Bedingungen, warum man hier gut alt werden kann. Weil ich glaube, dass wir im Durchschnitt liefern vor Ort, in den Straßenzügen, in den Quartieren, in den Nachbarschaften. Und wir versuchen in diesen Stadtbezirken Versorgungslücken zu entdecken. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, wo braucht es weitere neue, interessante Angebote, um die Zielgruppe zu erreichen. Ich finde das sehr wichtig, weil das Netzwerken für alle Bereiche wichtig ist und dadurch eben auch viele Ideen mit reinbringen kann, mit welchen Wünschen oder Problemen Kunden kommen. Und dadurch kann man halt sehr viel weitergeben. Vor allem die Entwicklung von ganz neuen Formaten, da ist man im Nachgang dann auch stolz, wenn das funktioniert hat und auch reibungslos organisatorisch so ablaufen konnte, wie wir uns das vorgestellt haben. Wichtig ist auch an der Stelle die Zusammenarbeit mit den Seniorinnenbeirätinnen. Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der Senioren und setzt sich für die Interessen dieser Menschen ein. Das war schon wirklich ein Gewinn, die Seniorenbüros, die dann eben auch Hilfestellung gaben bei den Älteren, die dann zum Teil eine andere Wohnung suchten oder aber die Unterstützung brauchten. Dass es Menschen weiterbringt und das motiviert mich auch immer wieder. Also da den Menschen halt irgendwie die passgenaue Hilfe zukommen zu lassen. Und schlussendlich ist immer unsere Aufgabe, eine Infrastruktur zu schaffen, die für den Menschen da ist. Das heißt, unsere Infrastruktur muss sich an dem orientieren, was die Menschen gerade aktuell brauchen und nicht umgekehrt.